Was geht ab, meine Z-Fighter? Osir hier. Und Update 3.8.1 ist nun endlich erhältlich für das globale Dokkan Battle. Zusammen mit Angel Golden Freezers Banner ist das Ganze rausgekommen. Wir werden gleich im Banner selbst summonen und auch quasi dann klären, ob ihr das summonen solltet oder nicht. Aber außen vorweg, schauen wir uns erstmal kurz die neuesten News an. Zum Update kam nämlich das Extreme Z Battle und Extreme Z Awakening, aber stopp, das Ganze ist noch nicht heute online, sondern kommt erst morgen am 16. März, 7.30 Uhr morgens unserer Zeit. Dann gab es ein paar Display-Änderungen. Nun wird nicht mehr ein Max-Level oder Max-Super-Attack angezeigt, sondern die Zahlen gucken wir uns gleich kurz an. Und bei der Stage, beziehungsweise beim Event Battle for Awakening Medals, die Stage, wo ihr die Medaillen sammeln könnt, gibt es jetzt nun auch eine Chance, dass von Goldkapseln die Elder Kai und Supreme Kai Medaillen droppen für die jeweiligen Typen zum Beispiel. Fixed some Bugs, also ein paar Bugs wurden ganz einfach gefixt und am Userface wurden ein paar Änderungen gemacht. Resurrection F Returns, das Story Event ist auch wieder online, könnt ihr euch gerne mal angucken. Könnt ein oder andere Wiz Items gut, könnt ihr euch holen. Die ganzen alten Freezer kann man awaken. Alle Infos quasi in den News dort. Das Story Event, nicht Story Event. Das Story Event ist auch online, aber ich meinte das Dokkan Event von Angel Golden Freezer ist natürlich online. Nämlich, es gibt Stage 1, Stage 2. Auf Stage 1 droppt ein SR Freezer, Angel Freezer. Ihn kann man leider nicht awaken, er ist einfach so wie er ist. Und auf Stage 2, Ziad und Super 2 droppen dann die neuen Angel Golden Freezer Medaillen. Die Stage werden wir in einem separaten Video natürlich wie immer einzeln machen und uns genauer ansehen. Aber wenn ihr da schon mal loslegen wollt, müsst ihr echt aufpassen, was ist echt schwer. Er kann ab Phase 4 nicht gestunt werden, zudem ist er tanky, macht Schaden, aber es gibt keine Passive, beziehungsweise keine Passive, die seine Damage Reduction annulliert. Deswegen wäre es gut, wenn ihr da mit eurem besten Team reingeht. Am besten irgendein 120% Team oder ein Kategorie-Team, weil es ist echt ein schweres Event. Aber ihr braucht für den 77 Medaillen ganz klar, um ihn zu awaken. Und der Freeze of Stage 1, seine Passive ist, er gibt Ki plus 3 und Attack und Death plus 50% für 7 Runden. Also für sich selbst quasi. Genau, Free-to-Play-Units, kann man mitnehmen, warum nicht? Aber, dann würden wir sagen, ja, Login, GG. Holen wir unsere Logins, zack, zack, zack. Wir gehen direkt zum Banner. Beziehungsweise, lass mich ganz kurz zeigen, ich wollte das mit dem Level euch zeigen. Hier seht ihr es, er steht nicht mehr Max dran, sondern 10 von 10. Ja, mein Super Attack Level ist 10 von 10 quasi. Und Level 100 von 100, das ist das, was ich meinte, was sich geändert hat. Zum Banner selbst von Angel Golden Freezer. Bin ich echt gespannt, sie haben im Banner nichts geändert, finde ich gut. Denn, wir schauen uns das Ganze mal an. Da ist unser Dude. An sich, wir haben ganz klar, Angel Golden Freezer. Er ist der Kategorieleader der Resurrected Warrior. Er ist wirklich eine sehr gute Kategorie. Da sind sehr viele Charaktere dabei. Die Charaktere haben es auf jeden Fall in sich. Ihr könnt es mal gerne in der Liste hier angucken. Man kann damit sehr viele Teams bauen. Das finde ich das Geile an dieser Kategorie. Dann haben wir dreifachen Angel Goku, Kid Buu, also zwei New God Leader, physisch Kid Buu, Golden Freezer. Buff Freezer, er ist wirklich sehr gut. Cooler ist auch nicht schlecht, sollte man nicht unterschätzen. Und Buu. Heißt, sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Assets, die gefeatured sind. Das ist wirklich an der Stelle gut, um gefeatured Charaktere zu pullen, weil es 7 SSR sind, die gefeatured sind. Es sind nicht so viele SSR. Aber ob ihr das summonen solltet, das kommt wirklich darauf an, ob ihr auch Charaktere der Resurrected Warrior habt und Angel und Freezer quasi als Leader nutzen könnt. Ja, erst dann würde das Sinn machen, aber Banner selbst ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben Kategorie-Leader, zwei Neo-Guard-Leader, wirklich zwei, drei wirklich sehr gute andere Charaktere. Buff Freezer, Cooler ist auch sehr gut. Aber wie gesagt, ist kein Muss. Wenn ihr ihn haben wollt als Leader, go for it, könnt ihr auf jeden Fall machen. Aber der Dude wird auf jeden Fall früher oder später wieder online kommen in einem anderen Banner. Wir sagen für den Kessel und legen mit den Summon los. Let's go. Ich will wirklich nur einen Angel Golden Freezer haben. Wir haben zwar 600 Stones, ich würde aber wirklich gerne nicht alle ausgeben. Es kommt drauf an, wie wir ziehen. Deswegen, oh okay, wir haben gar nichts. Wie gesagt, deswegen, unser Ziel ist hier an der Stelle ein Angel Golden Freezer als Leader. Und wir sind dann total zufrieden. Super Saiyan 2. Alright, Super Saiyan 2. Wie gesagt, ein Angel Golden Freezer ist unser Ziel. Erste Multisum für dieses Video, was geht ab? Was kann Angel Golden Freezer selbst? Der Dude ist, wie gesagt, der gibt der Resurrected Warrior der Kategorie, seiner Kategorie Ki plus 3 auf HP 130%. Physisch Kid Buu, okay, ja. Ja. Da war es wirklich brutale Units, super Unit, aber jetzt. Ja, denke ich mir, ja, geh. Nehme ich an, okay. Ein SSR, let's go. HP 130%, Attack und Death 170% oder in Charakteren K
4 plus 3 auf 50%. Seine Passive ist insane. Er bekommt selbst 150% auf seinen Angriff. Fix. 150%. Gibt Extreme Allies 50% auf die Verteidigung. Und verringert von Super-Type Enemies und Allies Attack und Death minus 15%. Also Freezer hat's auf jeden Fall in sich. So ist nicht. Aber ich glaube, das war nur der einzige Kidbo in dem. Also es wird echt geil, wenn wir promutlich sagen, ein S herausgehen. Und wir müssen jetzt, wir merken schon, es sind keine Double Rate Banner mehr. Wir merken schon. Ja. Wir müssen glücklich sein, wenn wir S erziehen. Let's go. Aber, Zeit der Mutlisam. 1, 2, 2 Pots. Let's go. Wir gehen in Super Saiyan. Super Saiyan 2. Super Saiyan 2, 2 Pots. Okay, was können wir da erwarten? Die Rates an der Stelle sollten gut sein. Ja, es sind wirklich nur 7 gefeatured Charaktere. Sollten eigentlich bei 0,7%, 0,6 bis 0,7, 0,8% liegen. Das ist gut, das ist gut. Ja, normalerweise, beispielsweise im JP-Banner, LL, Vegito und Gogeta waren 10 SSR drin. Und da ist die Rate natürlich geringer für die gefeatureden Charaktere. Anyways, Wenn ich ehrlich bin, kam ich mit einem guten Gefühl rein. Ich hatte ein gutes Gefühl beim Sum, bevor ich hier gesummt habe. Aber ich hoffe, mein Gefühl trügt mich nicht. Weil, vielleicht bin ich es falsch angegangen. Immer wenn ich sag, ich brauche wirklich nur einen, ich brauche nur den einen Charakter und dann ist gut für mich, dann ziehe ich ihn ums Verrecken nicht. Das letzte war bei Uigoku. Bei Uigoku bin ich wirklich deep gegangen. Aber Uigoku ist ein bisschen anderes Beispiel, weil in seinem Banner waren 10 oder 11 SSR gefeatured. Also war es an sich schon schwer, SSR zu ziehen. Aber an der Stelle ist es, glaube ich, ein Dead Multi. Ja, ihr merkt schon. Ich wurde ein, zwei Mal gefragt, ob es sich lohnt, mit 100 Stones etc. für Angel Go und Freezer zum Beispiel zu summon. Ah, sorry, er bekommt auf seine eigene Verteidigung 50%. Nicht für Extreme Allies, das habe ich falsch gesagt. Für seine eigene Verteidigung 50% und Angriff plus 150%. Das habe ich verwechselt an der Stelle. Ja, aber ihr seht es. Ich habe jetzt quasi zwei Multisam gemacht und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pots, okay. Und ja, eine war Dead Multi einmal. Bitte crack the screen. Mit 6 Pots, tu mir das nicht an. Nice, bye guys. Und ja, es ist wirklich eine reine Glückssache. Also, ich würde euch eigentlich eher empfehlen, wenn ihr euch noch gedulden könnt, spart auf Vegito Blue und Rosé. Ganz klar. Wenn die rauskommen, da sind zumal in einem Banner nur Super Types, in einem anderen nur Strength Type, Extreme Types. Und deswegen ist da die Rate an sich schon wirklich besser, da was zu ziehen. Aber let's go, wir haben Bye Guys hier an der Stelle. Nice Bye Guys. Beigeist für Physisch Kid Buu. Also wir haben schon zwei gefeatured Esser gezogen, zweimal Physisch Kid Buu. Zweimal Physisch Kid Buu. Also, ich weiß, was ich sagen soll. Es könnten, wie gesagt, wir haben zweimal gefeatured Esser gezogen, zwar zweimal die Chance auf Age Gone Freezer. 1, 2, 3 Pots an der Stelle. Und das ist jetzt unser vierter Multisum. Okay, es sind zwar nur 7 Charaktere gefeatured, aber ihr seht mein Glück. Da kommen halt wirklich immer nur dieselben Charaktere und an der Stelle Dupes, die ich gar nicht brauche. Aber ich habe schon in meinen Gedanken, ich habe gerade Angst, es auszusprechen. In Kid Buu, wenn ich den sehe, trigger ich total. Beziehungsweise einen will ich akzeptieren, aber wenn mehrere kommen, dann ist er bei mir 100% und drüber. Also da brauche ich quasi keine weiteren mehr. Aber nicht gefeatured, okay. Ja, ein SSR, okay. Wir stehen 3-4, glaube ich. 3 SSR, 4 Multisum. Ich habe Angst. Ich habe es nämlich... Ich hätte es einfach nicht aussprechen sollen mit Kid Buu. Ich hätte es nicht aussprechen sollen. Also ist jetzt geil, ich habe jetzt in Kid Buu auf 100%. Aber wir sammeln noch weiter. Und ich werde bestimmt noch weitere ziehen von ihm. Ich kenne mein Glück. 200 Stones sind schon mal RIP. Heißt... Wir machen mal schnell weiter, let's go. Bitte. Herko to the left. Let's go. Bitte crack the screen. Bitte kein Dead Multi, komm schon. Dead Multi, bitte.
Gott sei Dank. Heißt ja mit zivilen SSR. Wenn es ein gefeatured ist, ist es einer von sieben und einer von sieben ist halt Angel Gone Freezer. Oder wieder ein Kid Buu. Let's go. Oder halt echt wieder ein Kid Buu. Und davor habe ich Angst. Oder eigentlich gefeatureter, der bei mir auch auf 100% ist, SA10. Okay. Hallo, Dokkan? Bitte? Ich wollte doch nicht so ham gehen. Dokkan? Schon 300 Stones. Ihr merkt 300 Stones für einen Dokkan-extremen Charakter. Es ist halt Dokkan-Battle und die Raids, ne? Also würden sie ein bisschen uns entgegenkommen, das spreche schon seit wirklich längerer Zeit. Nicht gefeatured, okay, alles klar. Schon seit längerer Zeit an, dass wenn sie der Community mal näher kommen, das wirklich geil wäre, aber. So ist es natürlich RIP. Ich klicke mal ein bisschen schnell durch, bevor das Video allzu lange wird. Und nach dem Sum beenden wir das Video an der Stelle mal. Ich werde noch weiter pullen, wenn ich ehrlich bin. Denn GG, 300 Stones sind schon RIP und Angel Gone Freezer ist literally nicht dabei. Anyways Leute, ich hoffe, die 300 Stones haben euch erstmal gefallen. Soweit, wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Sum-Video zu Angel Gone Freezer. Macht's gut, Leute. Peace.